Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So, ich habe nochmal geguckt, wie man das mit den Fröschen und den Spinnen macht. Es gibt wohl eine Gehentaste und zwar Shift. So bin ich ja normal. Und das ist Gehen. Okay, ich werde das nochmal ausprobieren. Ich will mal gucken nach deinem Shop. Also die Kreide ist immer noch ausverkauft. Ja, nicht kaufen. Ich will hier gucken. Ja, Mensch. Können wir nicht gleich raus, wenn... ich X drücke. So, und dann wollen wir mal. Also. Das. Also, wenn jetzt hier die Dings da ist, ist es so, also die Schreinerin, ist es so, dass die unser Haus repariert und wir auch dann von der Kiste hier mehr die Kiste erweitern können und dafür brauchen wir Gold. Das heißt, ich muss den Laden da immer beglücken. Klingel. So, warte mal. Hallo, komm knuddeln. Und du auch knuddeln. Jawohl. Oh, du auch. Und du auch. Ach so, ich wollte ja mal gucken, was ich hier machen muss für Licht. Da brauche ich die klimpernde Spinne. Twinkle. Saft. Spinne. Also ich muss versuchen, diese Spinnen zu fangen. Alles klar. So, ist hier jemand Außergewöhnliches dabei mit gelben Augen? Nein. Aber ich will mal jemanden knutschen. Komm. Na komm. Jawohl, danke schön. Und ich muss ihm jetzt nochmal aufschreiben, wann werden die Tränke montags und ich muss mir das nochmal aufschreiben. Ja, ich spreche gleich mit dir. Ich will nochmal kurz Cookie Lookie machen. Warte, Tränke. Tränke, Montag plus. Kannst du mir das nochmal erzählen? Dein Schild ist weg. Okay, das geht nicht. Aber dein zusätzliches Taschenfach 400. Okay, also ich muss der richtig viel verkaufen. Und am besten mache ich das dann Montag und Donnerstag war das, glaube ich, oder Mittwoch oder so, keine Ahnung. So, dann reden wir mal mit dir, wa? Na komm. Hallo, du bist Kyla, richtig? Oh, ich nehme an, du bist die Hexe, die Enid geholfen hat. Ich grüße dich, Ma'am. Ich bin Ellie, ein Hexenlehrling. Du musst nicht so förmlich sein. Wirklich nicht? Dann rede ich ganz zwanglos. Ich meine, Hexen sind oft älter, als sie aussehen. Ich bin genauso alt, wie ich aussehe.
Du bist so schnell zurückgekommen. Das liegt daran, dass es eine Hexe gibt, die mich schnell sehen will. Ich habe mich wirklich gefreut, dich zu sehen. Enid hat mir erzählt, dass ein Hexenlehrling ins Dorf gekommen ist und mich zurückhaben will. Was sagst du dazu? Natürlich wollte ich zurückkommen. Ich mag dieses Dorf. Hier kann ich bequemer arbeiten als anderswo. Ich habe es nur dank deiner großzügigen Hilfe geschafft, zurückzukommen. Danke, dass du auch zurückgekommen bist. Wow, das ist der fliegende Zimmermann. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe, aber ich kann nicht fliegen. Das ist mein Freund, der sprechende Hexenhut, namens Virgil. Schön, dich kennenzulernen, Virgil. Du brauchst mir nicht zu danken, Zimmermann, der nicht fliegen kann. Von nun an musst du deinen Hammer genauso oft schwingen wie mit den Flügeln schlagen. Virgil! Ah, mach dir keine Sorgen, meine Arme sind stärker, als sie aussehen. Es sieht so aus, als ob dir etwa 4 Arme fehlen. Kommst du damit klar? Nach meinen bisherigen Erfahrungen reichen 2 Arme aus. Reparierst du dein Haus? Ich baue ein neues, anstatt es zu reparieren. Das könnte eine Weile dauern. Brauchst du keine Baupläne für Häuser? Normalerweise schon, aber das ist mein eigenes Haus, also ist es okay. Du brauchst also einen, um Häuser für andere zu bauen? Ja, um ein Haus zu bauen, brauche ich einen Hausplan und Grundbaustoffe. Die Blaupause kannst du kaufen, indem du mit Aurea sprichst. Die Grundbaustoffe kannst du im Wald finden. Die, die man hier im Wald findet, sind ziemlich gut. Wie lange brauchst du, um ein Haus zu bauen, Kyla? Ich werde morgen mit dem Bau beginnen und es sollte ungefähr einen Tag dauern. Wow, kann ich mitkommen und zusehen? Ja klar, du kannst jederzeit kommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen, Frau Hexe. Sag mir jederzeit Bescheid. Das werde ich. So. Warte, bis das Haus wieder aufgebaut ist und sprich dann mit Kyla. Ja, weil dann kann ich nämlich, aber ich will nochmal fragen, gibt es bei ihr jetzt Baupläne oder gibt es die erst morgen? Shop. Nee. Die gibt es dann wahrscheinlich erst morgen, deswegen werde ich jetzt erstmal nichts ausgeben. So, dann gucken wir mal am schwarzen Brett rum. Eine der Kisten ist durch ein Feuer verkohlt worden. Ja. Und die ganze Zeit Flammen zu spucken, tut mir im Hals weh. Ja, okay. Der Dorfchef kontrolliert seit Generationen die Weitergabe von Informationen im Dorf. Hast du etwas zu sagen? Repariere die Straßenlaternen. Frage Enid nach dem Problem. Enid, die Kiste mit den Kerzen am Dorfeingang ist weggebrannt. Die Kerzen sind also von selbst umgefallen? Nein, normalerweise ist es Aden. Aden? Ich glaube, es ist das Beste, wenn du ihn selbst fragst. Aber warum lässt du die Kerzen so stehen? Seitdem der Feuerwächter das Dorf verlassen hat, konnten wir die Straßenlaternen nicht mehr benutzen. Also haben wir abwechselnd Kerzen angezündet, um die Straßen zu beleuchten, wenn es dunkel wurde. Ein Feuerwächter? Es ist jemand, der sich um die Flammen im Dorf kümmert, vor allem um Waldbrände. Es ist ein bisschen unbequem, aber ich fürchte, bis der Feuerwächter zurückkommt, ist das die einzige Lösung. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, solche Kerzen zu benutzen. Aber es ist dunkel in der Nacht und niemand macht die Straßenlaternen für uns an, also ist das alles, was wir tun können. Dann werde ich versuchen, die Straßenlaternen für dich anzuzünden. Das würdest du tun? Sicherlich werde ich nicht so professionell sein wie ein Firekeeper, aber ich kann es ja mal versuchen.
Es wäre toll, wenn du das für uns tun könntest. Überlass das mir. Dann überlasse ich es dir. Zuerst sollte ich zu Aden gehen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. So, ach so, ich wollte nur mal gucken, was sie für einen Shop hat. Shop? Ach, Drubum. Ach, der verkauft mit Tee. Quest Shop. Okay. Gar nichts. So, dann gehen wir noch mal zu Aden. Ich hoffe, ich muss da nicht unendlich viel Tränke brauen für. Herzlich willkommen. Was hast du vor? Quest. Repariere die Straßenlaternen. Die verbrannte Kiste im Dorf. Warst du das? Gut. Wie ist das passiert? Ich habe die Kerze mit meinem Atem angezündet. Aber ein Husten überkam mich. Und das war's dann. Warum nimmst du nicht einfach ein Streichholz? Wie soll ich denn so ein winziges Ding benutzen? Ich muss sie doch nur anhauchen. Wenn du so weitermachst, brennst du jede Kiste im Dorf nieder. Wenn ich vorsichtig bin, geht es schon. Kannst du nicht einfach Feuer in die Straßenlaternen spucken und sie anzünden? Ich bin sicher, dass ich das kann. Ja, dann mach das doch. Dann ist die Sache erledigt. Das dachte ich auch. Aber in den Straßenlaternen gibt es nichts zu verbrennen. Da muss ich da Holz reinpacken. Und in jeder steht nur eine kleine Glasflasche. Da ist kein Platz für Feuerholz. Okay. Aber die Straßenlaternen würden wegschmelzen, wenn du heiße Flammen in ihnen anzündest. Dafür brauchst du kalte Flammen. Ach, kalte Flammen. Kalte Flammen, die keinen Brennstoff benötigen? Das ist ziemlich schwierig. Warum glaubst du, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist? Ja, bevor du jede einzelne Kiste im Dorf abfackelst. Na gut, dann versuch es mal. Was jetzt zu tun ist? Was ist dein Plan? Ich weiß es nicht. Kalte Flammen. Wie wäre es, wenn wir Sonnenlichttrank verwenden? Ein so helles Licht würde dich am Ende blenden. Etwas weicheres mit einer schöneren Farbe, das ist es. Twinkle Twinkle Juice. Ich hab's, weil da brauche ich nämlich die Spinnen. Und das ist ja auch das, was ich brauche für die Höhle. Oh, es kommt nicht jeden Tag vor, dass du eine gute Idee hast. Der Twinkle Twinkle Juice sollte ausreichen. Oh bitte, du willst doch nur diesen Schrott trinken. Es hat einen sanften Schimmer, es fühlt sich kühl an, es ist perfekt. Klar, es schmeckt auch ein bisschen süß, aber das ist nur ein Bonus. Da kann man nicht widersprechen. Da sie in die Straßenlaternen des Dorfes eingebaut werden, wäre es langweilig, nur normale Straßenlaternen aus ihnen zu machen. Lass uns eine andere Farbe als die der normalen Straßenlaternen nehmen. Es ist die Straßenlaterne des Dorfes, also geh und frag die Dorfbewohner. Ja, okay. Na gut, lass uns entscheiden, nachdem wir sie nach ihren Lieblingsfarben gefragt haben. So, dann erstmal nochmal Aden. Halt, 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 halt. Aden. Quest. Kehle des Drachen. Ich habe ihr gesagt, dass sie morgen früh kommen soll. Ja, ist ja gut. Dann, ne? Enid, Rubum und Aden. Okay, Aden. Hast du eine Farbe, die du magst, Aden? Silber. Ich bin überrascht, dass es nicht Gold ist. Gold ist auch gut. Schwarz wie Pfeffer ist auch gut. Aber Silber ist besser. Warum magst du die Farbe Silber so sehr? Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann mich nicht erinnern, aber warum die Frage nach der Farbe? Ich frage herum, um zu entscheiden, welche Farbe das Licht der Straßenlaternen haben soll. Ah, richtig. Mir ist beides egal, aber wenn ich wählen müsste, würde ich mich für Silber entscheiden. Was hast du vor? Weggehen.
Gut, dann frage ich dich morgen früh. Ich hätte wahrscheinlich erst nach dem anderen Quest fragen sollen, so. Aber Kyla ist auch ein Dorfbewohner, die soll ich nicht fragen. So, dann frage ich dich. Hallo Ellie. In welcher Farbe sollen die Straßenlaternen leuchten, Rubrum? Du willst die Straßenlaternen beleuchten? Ja, ich werde es ausprobieren. Juhu, jetzt kann ich auch Nacht spielen. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Und warum? Als Hersteller der Straßenlaternen kann ich dir sagen, dass sie nicht mehr so hell sein werden wie früher. Du solltest also immer noch vorsichtig sein, wenn du nachts herumläufst. Oh, okay. In welcher Farbe sollen die Straßenlaternen leuchten? Ich möchte sie leuchtend gelb, dass sie leuchtend gelb sind. Na gut, ich werde es versuchen. Irgendwelche interessanten. So, dann. Okay, dann frage ich Enid noch. Was ist denn das? Das ist doch noch ein anderes Häusle. Ich kann nicht reingehen, leider nicht. Na. So, also ich muss dann erstmal zählen, wie viele Straßenlaternen das sind, wenn ich für jeden Trank brauche. Gibt eine Handvoll von den Sträuchern in den Kuchen und atme tief ein. Hast du etwas zu sagen? In welcher Farbe sollen die Straßenlaternen leuchten, Enid? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nur, dass die Leute nachts spazieren gehen können, ohne sich zu verletzen. Aber wenn du wählen müsstest, welche Farbe würdest du mögen? Mal sehen. Wenn ich wählen müsste, würde ich mich für Rosa entscheiden. Rosa? Was ist daran falsch? Ist das zu seltsam? Nein, nur unerwartet. Und das ist doch schön. Findest du nicht auch? Ich selbst bevorzuge Rosa. Das ist klar, so ist es. Also gut, ich habe alle gefragt. Die Geschmäcker sind ziemlich unterschiedlich. Enid mag rosa, Aden mag Silber und Rubrum mag Gelb. Welche Farbe willst du, Virgil? Türkis, genau wie meine leuchtende. Ja, Ellie, welche Farbe magst du? Mal sehen. Also für Licht wäre ja am besten. Also rosa nicht, gelb oder silber. Das ist bestimmt entscheidend, was ich für eine Zutat benutzen muss, ne? Aber ich würde sagen, damit es ein schönes warmes Licht ist, Silber ist kalt, würde ich gelb nehmen. Ich mag Rubrums Gelb. Ein sanftes Gelb würde am besten zu diesem Dorf passen. Oh, wenn ich so drüber nachdenke. Was ist los? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Twinkle-Twinkle-Saft immer nur in einer Farbe gemacht habe. Bist du dir sicher, dass du zuerst die Farben umstellen willst? Kann die Farbe nicht geändert werden? Wie wäre es, wenn du Diane fragst? Das ist eine gute Idee. Twinkle-Twinkle-Saft. Okay. Wie du die Farbe ändern kannst. Okay, das heißt, aber die ist ja nicht. Doch, die ist noch da. Und dann muss ich mal gucken, dass ich immer Spinnen sammel. Spinnen, Spinnen. Spinnen. Ich bin schon wieder müde. Spinnen. So. Hallo Elli. Ah, so. Twinkle, Twinkle. Ich glaube, du hast bereits ein Twinkle-Twinkle-Saft-Rezept gekauft. Ja, aber ich frage mich, wie ich die Farbe ändern kann. Ups, sorry, ich hätte fast vergessen, dir das Geschenk zu geben. Geschenke? Ja, es ist ein neuer Trend in der Hexengesellschaft, Twinkle-Twinkle-Saft für dekorative Beleuchtung zu verwenden. Der Hexenkatalog nutzt die Gelegenheit, um eine Rezept kaufen, Twinkle-Twinkle-Saftperls gratis zu bekommen. Aktion zu starten. Meine Güte. Füge den Twinkle-Twinkle-Saft, den du herstellst, zu einem Twinkle-Twinkle-Saftperle hinzu und er wird
Licht in der entsprechenden Farbe aussenden. Wow, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Die Geschenke sind gelb, rosa oder silberne Twinkel. Ich nehme gelb. Welche Farbe willst du? Gelb. Deine freien Twinkel-Twinkel-Saftperls, da hast du sie. Das heißt, man kann. Okay, wow, ich danke dir. Hast du irgendwelche Fragen? Nein, keine. So. Also. Gib den fertigen Glitzersaft und die Perlen für die. Achso, alles klar. So, jetzt muss ich mal. Ja, verwenden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich spinnen. Komm, knuddeln. Ah, die geben nicht immer, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier soll noch irgendwo. Ich soll an dem Gras zweimal ziehen. Ah, danke. So, sind das die Dinger hier? Nee, auch nicht. Aber die soll, das Gras soll hier am Wasserfall wachsen. Bin ich Detsche? Sag mal. Ich sehe hier nirgends so ein Gras. Es wird auch nirgends. Nee, das geht nicht. Vielleicht haben sie das aus dem Spiel genommen. Achso, ich muss hoch. Vielleicht haben sie das aus dem Spiel genommen, weil im Wiki steht das noch. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich habe nämlich im Wiki geguckt, wie ich die. Dings am besten fange. So, dich muss ich mitnehmen. Weil die muss ja dann, wenn. Da oben ist noch was zu. Okay, die muss ja dann, wenn, ne? So. Ich will halt mal. Ah, ich muss was zeichnen. Ich sehe gerade, was du nicht siehst. Jawohl, so, dann will ich noch mal knuddeln, und zwar dich. Also die geben mir alle kein Dings heute. So, das ist auch, das ist Schlamm. Das sieht aber auch alles nicht so aus wie auf dem Bild, so. Da sind die ersten Spinnen und B. Beaver. Ne? Nee, Shift. Shift war die Schleichtaste. So, dann lass mal gucken. Ach, jetzt ist auch Nacht, jetzt sind die Spinnen noch weg. Ich werde irre.
Nein, doch nicht so. Okay, so. Ich hätte es aber auch noch mal zeichnen müssen und auch den Dings. Ja, schade, jetzt, ich muss morgens hier hin, wenn die Spinnen da sind. Die gibt es ja nachts nicht, ne? Ja, morgens, also am Tag. Ach, da bin ich zu spät gekommen. So, dann werde ich jetzt hier noch mal. Aber ohne die Spinnen kann ich die Twinkel-Twinkel-Geschichten nicht besorgen. So, dann geht's jetzt ab nach Hause. Und dann ist der Part hier wieder zu Ende für heute. Ah, so geht das. Ja, wenn das dann auch so einfach ist, wie kommen die jetzt hier weg? Die Spinnen zu sammeln, ist das ja alles kein Problem. So, dann geht's ab nach Hause und dann. Setz dich mal wieder hin, bitte. Danke. Ach nee, ich muss hier runter. Ich mache das immer falsch, ne? So, also das ist ja Kiki. Dann ist das ja wirklich Kiki, so. Verwenden. Ja. Sodele. Ich kann hier auch nicht wechseln, ne? So. Na Quatsch. Alles klar, dann werde ich mich morgen mal leer machen. Werde jetzt hier schlafen, dass ich speichere. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.